Grüß euch. Kaum zu glauben, ich bin hier gerade in der Walachei unterwegs, in Istrien, mitten im Nirgendwo, habe eigentlich ein Plätzchen gesucht, um mit den Drohnen zu fliegen, und fahre hier vorbei, und da ist ein kleiner Flughafen, also so ein Sportflughafen. Und nicht nur das, die haben hier einen Flugzeugfriedhof. Einfach nur geil. Ich drehe die Kamera mal um, dass man das jetzt sieht. Dann schauen wir uns das mal gemeinsam an. Schöne alte Flugzeuge hier. Ne? Also es ist kaum zu glauben, was hier rumsteht. Na, es sieht natürlich nichts mehr flugtauglich, ist ja klar. Ne? Richtig schöne alte Flieger. Du. Und nicht nur das, hier steht eine russische MiG. Das ist kaum zu glauben. Ja, das ist tatsächlich. Also ich kenne mich nicht so aus mit Flugzeugen, vielleicht weiß das jemand besser. Aber für mich sieht das aus, ich kletter da mal hoch, dass man da reingucken kann. Für mich sieht das aus wie das Flugzeug, das James Bond oder Clint Eastwood von den Russen geholt hat. Na klar, natürlich ist es eine russische MiG da. Man sieht es hier am Kopf tatsächlich nur russische, also kyrillische Schrift. Da hat man einen Haufen Knöpfe da drin, du, gell? Ich hätte es nicht gedacht. Ja. Wirklich ein Haufen Knöpfe. Ich weiß nicht, ob man das so sieht im Video. Interessant, habe ich auch noch nie gesehen. Leck mir mal. Das ist halt, das darf man nicht sagen. Also da schau her, oder? Keiner hätte es gedacht. Ich wollte eigentlich Drohne fliegen gehen, aber finde eine russische MiG im Nirgendwo. Ist schon interessant. Bitte, wenn er noch fliegen will, hier kann er sich sein Flugzeug holen. Aber heute fliegen wir nicht damit. Geil. Ja, wir sind in der Nähe von Fresar, Istrien natürlich, auf dem Flugzeugfriedhof. Wen es interessiert, ja, also manche sind schon arg geschrottet. Eintritt 50 Kuna ist natürlich viel zu viel. Aber das war es mir jetzt wert. Das war es mir jetzt noch wert. So als letztes Filmchen das noch mitzunehmen. Wenn einer von euch irgendeins dieser Flugzeuge erkennt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Also ich kenne da keins, aber ich kenne mich auf dem Flugzeug nicht aus. Ja. Ja, der junge Mann, dem der Flughafen gehört, der freut sich über die 50 Kuna. Aber die MiG war es eigentlich schon wert, oder? Daumen hoch, wem die MiG gefällt. Und diese sieht eigentlich noch am besten erhalten aus, was immer das ist. Eine Turbojet L410 steht da drauf.
wenn das mal stimmt. Ah ja, die ist eigentlich so wie die andere, die da war. Die ist besser erhalten. Aber fliegt wahrscheinlich gar nicht mehr viel. Noch ein paar mehr Sitze da herin. Da steht auch geschrieben, was das ist. Und das ist noch eine. So. Da wohnt. Also in dieser Turbojet da, da wohnt irgendwas. In der Tragfläche oder in der, im Motor. Weil ich habe da gerade was krabbeln gehört. Eichhörnchen oder so im Vogel. Das hier scheint die älteste zu sein. Aha, was steht denn da drauf? Neun Zylinder Motor, ja, also der Motor von dieser ist schon geil. Ein Doppeldecker. Also das ist schon ein schönes Flugzeug. Das muss man sagen. Sagt der Besitzer, der mich da jetzt gerade reingelassen hat, hat gesagt, ich soll nichts anfassen. Hat Angst, ich mache was kaputt. Ja, da kann man ins Cockpit gucken. Ne, da vorne. Ach, ist bestimmt lustig, diese Dinger zu fliegen. Ah, eine Antonov ist das. Eine Antonov AN2. Das Schild dafür. Okay. Bis 2001 im Einsatz. Okay. Sicherlich das schönste Flugzeug. Steht also auch schon 20 Jahre da. Oder hier. Aber das ist sicherlich das schönste. Antonov. Also alles Russenflieger anscheinend. Ne? Schön. Gut, und da drüben natürlich da im Hintergrund die ganzen Sportmaschinen. Die Reichen und Schönen fliegen hier rein, um hier in Istrien ihren Urlaub zu verbringen. Ne? Man kommt nicht mit dem Mercedes oder dem Maybach, sondern eben mit dem Flieger. Gut. So, also wie gesagt, Aeropark Airport Fresar. Wenn ihr mal keinen Bock habt, am Strand zu liegen, warum nicht? Für mich reißt die MiG raus. Die Antonovs sind auch sehr schön zum Anschauen. Und die 50 Kuna, naja, die sind wohl übertrieben, aber warum nicht? Soll den Spaß wert sein. Ich verlinke hier unten einen Link, wo genau das ist. Und dann wie immer viel Spaß beim Zugucken. Gell? Servus, ciao.